Ja, willkommen zurück bei Mortal Kombat. Wir haben eine Weile voneinander nichts gehört. Das habt ihr ja mittlerweile im Ankündigungsvideo sehen können. Es war ein bisschen stressig. Okay, hier ist noch nichts. Ich bin wieder in diesem Vorraum von den Spinnen. Ich habe ein bisschen Kohle gesammelt. Wir gucken jetzt mal, was wir so Schönes bekommen. Louis Kahns Brutality. Sehr schön. Moment, das wollte ich alles nicht ankicken. So, hier brauchen wir wahrscheinlich wieder ein Item. Ein Edelstein brauchen wir hier. So, jetzt wollten wir ja die Nebenkammer noch besuchen. Hier ist nichts. Moment. Haben wir hier hinten schon? Ja. Hier waren wir noch nicht. Huch. Kiste. Ich sehe sie nicht. Egal. Irgendwann kriegen wir sie schon mal. Nee, halt, Moment. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. 5000. Shonox Brutality. Ah, krasse Scheiße. Sieht cool aus. Ja, ich weiß, es gibt auch schon die neuen Charaktere wie Tremor und so. Die werde ich auch bereits haben. Wenn dieses Video hochgeladen ist. Aber vorerst müssen wir noch damit auskommen, weil ich das hier alles im Vorprogramm aufnehme. Aber das habt ihr ja schon gehört. So. Naja. Hol selber. Warte mal. 4, 3. Hier ist nichts. Da ist auch was Schlimmes. 1, 2, 3, 4. Ah, ich weiß nicht, ob wir einen Code bekommen haben. Gut, Moment, Moment, Moment. Ich will erst hier in den Nebenraum, bevor wir da rumprobieren. Ah ja, guck mal. A Sword. Kurz. Ein Schwert haben wir nicht. Gibt es hier nichts mehr? Okay, dann spielen wir halt doch mit den Hebeln rum. So, ich drücke jetzt einfach hier. Okay, eins. Machen wir es mal ganz banal. Eins, zwei, drei. Hier. Jetzt gibt es natürlich 1000 Kombinationen, ne? Fuck. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die irgendwo mal bekommen haben. Puh. Wenn nicht, wenn wir oben bei der Krypta weitergehen müssen. Das würde rumprobieren bringt jetzt nichts. Das würde rumprobieren bringt jetzt hier nichts weiter. Oder kann man hier irgendwas erkennen? Nee, ne? 1, 2, 3, 4 haben wir hier. Hier ist auch nichts. Vielleicht kann man ja irgendwo die Kombination rauskriegen. Okay. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ein Zehner. Okay. War die vorher schon da? So, hier werden wir nicht durchkommen, ne? Ne. Schade, schade, schade. Ich finde, das Spiel ist auch ein bisschen dunkel geraten im Moment.
Nun gut, wenn wir das hier nicht rauskriegen, vorerst werden wir wohl nach draußen eimern müssen. Stehen noch keine Zahlen. Shit. Ich hoffe, die haben sie mir noch nicht angesagt. Bett. Hier ist noch nichts. Ist wahrscheinlich der Hinterausgang. Waren wir hier schon? Ja, ach so, ja, jetzt geht's ja den Rund rum. Ah, schwer, schwer, schwer. Hier waren wir auch schon komplett. Ja, schade. Gut, gehen wir zurück. Oder wir nehmen die Abkürzung. Return to the Crypt Entrance. Okay. Hier haben wir ja soweit alles abgeschlossen. Ich hoffe nur, dass uns das nicht zum Verhängnis irgendwann wird. Dass wir hier bloß partiell alles machen. Karte gab es doch hier irgendwo, ne? Aha, genau, hier. So, jetzt sind wir da. Da haben wir alles abgegraben. Ach nee, warte halt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Sind diese Symbole ein Zeichen dafür, dass ich da irgendwo noch nicht war? Nee, ne? Nee. Okay. Hätte sein können. Wie steht's? Ja, hier sieht's auch sehr gut aus. Hier haben wir auch schon alles gelöst. Treppe nach oben sind wir noch nicht gegangen, glaube ich. Ah, ein Tor. Und hier waren wir auch schon. Ach, guck mal. Ach so, okay, hier brauchen wir die richtige Waffe für. Sieht's hier aus? Aha. Ich verstehe. So. Explosive Force can open the door. Was haben wir denn überhaupt alles? Wir haben so einen Handschuh, so ein Dingenskirchen. Jetzt bin ich ja langsam verwirrt. Ich irre mal hier noch so ein bisschen rum. Und nach einem kleinen Schnitt sehen wir uns dann gleich. Ja, und damit sind wir auch kurz zurück. Ich werde mal jetzt hier oben lang gehen. Aber die Kiste habe ich hier übersehen mit 20. Na, siehst du, nochmal 2 dazu bekommen. Ach so, ach, das war diese Wunderkiste wahrscheinlich. Hier ist so lang kein Wolf gekommen. So. Hieran kann ich mich nicht so recht erinnern. Grab Scorpion Spear. Schön. Was auch immer wir damit machen können. Aber ein Gegenstand mehr ist gut. Sub-Zero's Concept Art. Kung Jin's Fatality. Nice. Tournament. Ich weiß immer nicht, was er mit diesem Tournament zu tun hat. Aber ich glaube, das ist nur die Story, ne? Dann hat's geleuchtet. Jo, hab ich dich. 6.800, okay. Kitanas Brutality. Schön, dass wir die Kiste noch erwischt haben. Ja, machen erstmal das hier. Bisher noch nicht allzu viel coole Sachen. Sieht's auf der Karte aus? Das haben wir jetzt gelöst.
Da geht's weiter. Ich denke mal, das werden wir auch machen. 4000 haben wir noch. Ein Eisball. Okay. Gut, hier sind keine Kisten weiter. Genau, was ist gut gebraucht, um das Netherrealm zu öffnen? Das haben wir bisher nicht. Also gehe ich mal jetzt in diesen anderen Raum noch, der an dieser Oberfläche ist. Und da war wieder eine Kiste. Jo, hier haben wir reichlich. Und hier ist die Kiste. Fatality Award. Gut, das ist dann der letzte Raum auf der Höhe. Na, okay. 3000. Wie war's mit 2000? Cassie's Fatality Selfie. 8000. 2000. Komm, eins kriegen wir noch. 1,6. 6,1. Na, jetzt werden sie wohl ein bisschen anspruchsvoller noch weiter hinten. Jo, erwischt. 400. 1200, das können wir vielleicht machen. 7500. Hier war die Kiste drin. 1,6. Komm, nehmen wir die. Emperor's Courtyard Concept Art. Jo, und damit haben wir das geschafft. War bestimmt wieder länger als geplant. Aber wir machen natürlich wie versprochen den Turm. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Nee, wo war das? Extras, wer die ganzen Fatality schon frei hat. Finishers. Cassie Cage, da haben wir alle. Ja, dann spielen wir noch mit Cassie. Cassie mag ich. So, machen wir wieder so einen stündlichen. Ja, ne? So, wo ist die Süße? Hier oben hat sie sich versteckt. Cassie Cage. Warte mal, wir können auch bestimmt was anderes anziehen, oder? Haben wir schon was freigeschalten? Edit Presets Combat Card. Hä? Ich hoffe, ich darf es umziehen. Achso, auf X. Endurance. Cassie Cage. Okay. Airpower Slam in Bowbreaker. Das klingt schön brutal, das nehmen wir. Und der erste ist Kung Jin. Cage, we need to talk. I'd rather just fight it out. Either way. Round one, fight. Und ich merke ja jetzt erst, dass das ja in Englisch ist. Wieso hat sich die Sprache umgestellt? Mag wahrscheinlich am Update liegen. Das Outfit gefällt mir jetzt gar nicht so. Keine Ahnung. Sieht ein bisschen zu. Keine Ahnung. Albern aus. Round 2. Fight! So ein bisschen Boofy-mäßig. So, den X-Ray kann ich euch schon mal zeigen. Zu geil. Und nach den Brutalities gucken wir erstmal. Na, Stealthy, der ist neu. Das sollte ich mal merken.
Süß. Cassie wins. Fatality. Wieso wird denn alle schreiben? Geil. Ja, nein. Sehr geil. Nee, brauchen wir nicht. Round one, fight. So, jetzt ist es auch mal die alte Latte. Oh, Cassie hat coole Kombos, das gefällt mir. Ja. Na, gehst du weg. Und zu Tode geworfen. Round 2, fight. Na, das hast du gedacht, du Schlingel. Na, und jetzt machen wir hier die Todesschwöre, die Eier weg. Das bei den Frauen auch so aussieht. Ich weiß auch nicht, in der Stage ist grundsätzlich so. Ach, schön. Das haben wir wieder Schwein gehabt. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. War leicht geschockt jetzt von dem Brutality. Ach ja, dass die Map da irgendwie hackt hier mal ein bisschen bei mir, keine Ahnung. Der Rechner ist echt gut, ne, aber. Krieg da nicht hin. Ah, fuck you. Na, jetzt kack doch mal richtig an. Naja. Nee, geh weg. Kann man das blocken? So, und komm weg. Yo. Round 2. Fight. Na, wie ich da mal reinnappel, ne? Oh, der hat mal fast den X-Ray abbekommen. So, der müsste auch Eier haben, ne? Yo. So. Und jetzt gucken wir mal den zweiten Finish an. Rechts, unten, links, rechts, X. Rechts, unten, rechts, links, rechts. Naja, verdammt, ich starte schon da dran. Cassie wins. Ah, ich muss in dem ganzen Ding 5 X-Rays machen, also in jedem Kampf wahrscheinlich. Aber das sollten wir hinkriegen. Mmh, Schnullerbäckchen. Round 1, fight. Dann muss ich mal wieder die Sprache umstellen. Das kann doch nicht sein. Ich sehe die einfach. Kann es ändern. Ja.
Na, warum hat der nicht getroffen? Nein, daneben. Achso, das war diese Armbreaker, die wir gerade gemacht haben. Gehst du weg? Round 2. Fight. Okay. Ich würde gerne noch mein X-Ray wieder zusammenbekommen. Aber wie ich den hier weiterkommen, wird das nix. Ja, vielleicht doch. Ja. Ja. So. Das müsste doch jetzt Mittel sein. Also rechts unten, links rechts. Rechts unten, links rechts X. Jo, schön. Ist das behindert? Cassie wins. Fatality. Jo, das war jetzt Nummer 5. Nummer 4, jetzt kommt Nummer 5. Ah ja, und dann ist schon der letzte Kampf. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall die X-Ray machen. Delicate one. Say goodbye to your teeth. I prefer feisty prey. Round 1. Fight. Hmm. Get up, you get down. Ah. Yo. Schön gebrochen. Alter! Gehst du weg? Was ist denn mit dem denn nicht richtig? Ah, ich wurde halt zu oft getroffen mit dem Scheißdingern. Mist. Round 2. Fight! Kannst du machen, was du willst, ne? Komm her. Ah, oh, fuck! Will ich jetzt den Kampf lieber verlieren? Oder verliere ich den sowieso? Schaut doch mal. Das ging zügig. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Reptile wins. Reptile, fuck you, würde ich eher einschreiben. Nochmal, natürlich. Round 1. Fight. So. Blockt denn der so viel, der Besser? Nee, geh weg. Okay, okay, okay. Oder so. Jetzt muss noch den X-Ray sammeln. Aber das machen wir ganz zum Schluss. Jetzt will ich ein bisschen runterbuttern. War gut. Und jetzt. Schön. Haben wir auch unsere 5 zusammen. Okay. Dann machen wir hier nochmal den Safi. Scheiße. Ola, wir lassen's. Sorry. Cassie wins. Schön, haben wir das ja.
Haben wir dadurch irgendwas bekommen? Level Up haben wir. Schön, 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 schön. Na, ja, das war aber knapp. Hätten wir jetzt wahrscheinlich noch ein Fatality gemacht, hätte es gereicht, ja. Naja, man kann nicht alles haben. Ja. Naja. Gut, damit beenden wir auch schon wieder die Folge von Mortal Kombat.